Schweizer Familie präsentiert. Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, wir forschen weiter. UPK Basel, universitäre Spitzenmedizin in privater Atmosphäre. Und Viogy, mehr als Labormedizin. Bald geht's ab in die Ferien und dann will man auf keinen Fall Reisedurchfall. Wie kann man das verhindern und was gehört in eine Reiseapotheke? Wir besprechen es später in der Sendung. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. So sehen Menschen mit einer sogenannten geografischen Atrophie. Die Sicht geht also schrittweise verloren. Und bevor wir über die Ursachen und Behandlungen von dieser Krankheit reden, möchte ich wissen, was hilft den Menschen, die eine Sehbehinderung haben. Und bei mir ist Stefanie Escher. Sie haben ganz viele Sachen mitgebracht. Was gibt es da, was hilft? Es geht darum, den Kontrast zu verbessern für den Alltag und eventuell auch mit Vergrößerung zu schaffen, damit die Sachen besser sichtbar werden. Und dann gibt es zum Beispiel Großtastentelefone, wirklich mit großen, kontrastreichen Tasten, damit das besser bedienbar ist. Mhm. Es gibt elektronische Lesegeräte, wenn es mir mit der Brille nicht mehr möglich ist, meine Papiere, Briefe zu lesen. Das stellt man dann quasi auf den Brief und genau. Dann kann man es einstellen, je nachdem, wie groß oder wie klein man das will. Das ist wie eine elektronische Lupe. Ja. Und es kann den Kontrast eben auch noch optimieren. Dann für den Haushalt, wir geben Tipps, zum Beispiel in der Küche Gemüse rüsten. Die Zwiebel kann ich besser portionieren auf dem dunklen Brett als auf dem hellen Teller, weil ich das besser sehe. Also der Kontrast ist immer stärker. Kontrast, ganz entscheidend, genau. Dann Armbanduhren, wirklich mit schönem, kräftigen Ziffernblatt, damit ich die Uhrzeit wieder ablesen kann. Was viele gerne machen, das Jassen mit den großen Symbolen, damit ich die Karte, die dort vorne auf dem Tisch liegt, eben auch noch erkennen kann. Ja. Dann zum Beispiel eine Großdruckagenda, wo Sie wirklich Wochentag, Datum groß und kräftig gedruckt haben, wo Sie auch mit Filzstift einschreiben können, damit Sie es nachher auch selber wieder besser erkennen können, was Sie eingetragen haben. Wieder der Kontrast. Und die Größe eben auch, ne, mit den großen Feldern. Mhm. Dann auch noch mal zum Zeigen, wieder alltagsbezogen, zum Beispiel das Wasserglas. In hell sehe ich es unter Umständen gar nicht mehr optimal. Ich kann es umstoßen oder ich weiß nicht genau, wo ich das Wasser einschütte. Im Umkehrschluss sehe ich selten auch, wie gut ist das Glas gefüllt. Dann gibt es so kleine Hilfsmittel. Machen wir einen Schluck da rein. Das meldet mir, wenn das Glas dann ausreichend gefüllt ist, damit mir nichts überläuft. Ja. Und dann müssen wir es rausnehmen, oder? Das ist jetzt müssen wir es rausnehmen, genau. Oder dann gibt es auch noch fürs Nahtel, was heutzutage ja viel benutzt wird, ganz praktische Apps, die man nutzen kann. Zum Beispiel einen Barcode-Scanner, wenn Sie einkaufen gehen und sagen, oh, Teeabteilung, ich weiß nicht genau, welchen habe ich in der Hand, können Sie den Barcode scannen. Bio-Pfefferminze 20 Beutel. Und er sagt Ihnen an, welches Produkt es ist und welche Menge drin ist. Und da können Sie auch ganze Blätter lesen. Genau, Sie können auch Dokumente einscannen. Ja. Also wenn Sie einen Brief bekommen, können Sie sich den Inhalt von dem Brief oder von einem Zeitungsartikel zum Beispiel dann auch vorlesen lassen. Lohnt sich auch andere Sinn zu trainieren, zum Beispiel die Fingerfertigkeit oder so? Ja, also vieles macht man nachher auch über die Haptik, das ist schon so. Was wir auch schulen, ist zum Beispiel, wie kann ich das Gehör einsetzen? Wir haben ja dann häufig das Problem, dass die Leute in der Mobilität eingeschränkt sind. Was nehme ich noch wahr vom Verkehr? Da kann ich dann zum Beispiel auch wirklich das Gehör einsetzen. Mhm. Das schulen wir direkt. Es gibt ein richtiges Sammelsurium und es lohnt sich beraten. Es gibt ganz viele Beratungsstellen in der Schweiz. Ja. Ja. Und das Beratungsangebot ist vielfach. Also es sind, in der Regel sind es wirklich so in den praktischen Sachen drei Themen. Häufig ist es die Optik, wenn es ums Lesen geht. Dann sind es die praktischen Sachen, was kann ich an Hilfsmitteln im Alltag einsetzen, um mir das Leben wieder leichter zu machen. Oder eben auch, wie kann ich Smartphone nutzen, solche Sachen schulen wir. Und dann eben noch die Mobilitätsschulung, wie komme ich sicher von A nach B. Dankeschön vielmals, Frau Escher, das ist sehr, sehr nützlich. Und wir kommen jetzt zu der geografischen Atrophie in den Augen. Margrit Gabertül ist davon betroffen. Margrit Gabertül ist soeben aus dem Wallis nach Bern gereist. Dass sie den Weg mit dem öffentlichen Verkehr selbstständig zurücklegen kann, bedeutet ihr viel, ist aber nicht selbstverständlich. Denn ihr Sehvermögen hat sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert.
Im Großen und Ganzen sehe ich alles, auch vor dem Bahnhof, Gebäude, die Leute von weitem. Aber wenn es um Details geht, wie Anzeigetafeln oder auch Leute, die ich weiter weg sehe, kenne ich sie nicht, ich sehe Gesichter nicht. Hier im Park finde ich es sehr schön, das wunderbar, die hohen Bäume. Aber eben auch, wenn ich jetzt weiter rüber schaue, dann ist es verschwummen dort. Wenn ich konkret etwas schauen würde, die Strasse dort, dann ist es einfach verschwummen. Oder wenn dort jemand würde stehen, würde ich sie nicht kennen. Wie bei vielen älteren Menschen wurde bei Margrit Gabatöl seit längerer Zeit eine trockene Makuladegeneration diagnostiziert. Diese Störung an der Netzhaut, die langsam die lichtempfindlichen Zellen zerstört, schränkte sie vorerst nicht ein. Doch vor 5 Jahren verschlechterte sich ihr Sehvermögen merklich. Darauf erhielt sie die Diagnose geografische Atrophie. Die geografische Atrophie ist ein Spätstadium der Makuladegeneration in dem Sinne, dass es Flecken gibt, wo das Pigmentepithel komplett verloren gegangen ist. Diese Flecken, die werden langsam größer und wachsen dann zusammen. Was nichts macht, wenn es außerhalb vom Fixierpunkt ist, aber sobald diese Flecken in den Fixierpunkt hereinkommen, so wie bei Frau Gabatuel, da ist dann das Problem, dass man nicht mehr fixieren kann, dass man keine Gesichter erkennen kann, keine Buchstaben mehr erkennen kann, nicht mehr handarbeiten kann, nur noch fern hören und nicht mehr fern sehen kann und sehr, sehr viel Licht braucht, um sich zurechtzufinden. Aber blind wird man mit dem nicht. Nun gilt es, Margrit Gabatuels Sehvermögen möglichst lange aufrechtzuerhalten. In der Berner Augenklinik führt die Optikerin zuerst verschiedene Untersuchungen durch. Was könnt ihr da vorne erkennen? C. Nein, O. Der Sehtest offenbart Margrit Gabatuels eingeschränkte Sicht. Jetzt machen wir noch eine Schichtmessung von Netzhaut. Das Augen-CT zeichnet einen Querschnitt der Netzhaut in hoher Auflösung auf. Sehr gut, machen wir die andere Seite noch. Dass Sie so schlecht lesen können, das kann ich Ihnen gut erklären. Kommen Sie doch mal nach vorne. Hier ist der Fixierpunkt, die Delle. Da ist die Netzhaut aber viel zu dünn und das liegt daran, dass das Sehpigment, was hier noch vorhanden ist und was da auch noch ein bisschen ist, im gesamten Zentrum fehlt. Drum ist das Blickfeld gut, aber die Sehschärfe ist schlecht. Und hier sehen Sie das, was der Augenarzt sieht. Das Dunkle, das ist einfach da, wo gar kein Sehpigment vorhanden ist. Und der helle Randsaum, das ist das, wo das Sehpigment krank ist. Wenn man nichts macht, würde es da schlechter werden. Weder die trockene Makuladegeneration noch deren Spätstadium, die geografische Atrophie, sind bis heute heilbar. Neuartige Therapien können jedoch den Sehverlust aufhalten. Ist das Auge schön offen lassen? Bei der Lichttherapie, einer sogenannten Photobiomodulation, dringen langwellige Strahlen im Rot- und Infrarotbereich durch die Netzhaut und regen niedrig dosiert das Sehpigment an. Das Ziel der Behandlung wäre die Verschlechterung der geografischen Atrophie, die natürlich immer kommt, aufzuhalten. Ob wir das mit der Lichttherapie können, für das ist die Lichttherapie noch nicht lang genug in der Praxis angekommen. Das hoffen wir. Erste Hinweise sprechen dafür, dass das kurzfristig möglich ist. Ob das langfristig möglich ist, das muss sich sicher noch erweisen. So wäre es für Margrit Gabatuel bereits ein Erfolg, wenn sich ihr Sehvermögen nicht weiter verschlechtert. Ich spüre nichts, es ist angenehm, die orangen Töne, grünen Töne. Tut nicht brennen oder blenden. Einfach wenn es fertig ist, dann ist im Moment alles ein bisschen schwarz. Aber es kommt dann gleich wieder, dass ich etwas sehe. Im Alltag möglichst lange selbstständig zu bleiben, ist inzwischen ihr Motto. Dazu gibt es auch einige Hilfsmittel. Zum Beispiel eine spezielle Lesebrille mit aufklappbaren Vergrößerungsclips. Ich schaue mehr auf das, was ich noch sehe. Ich sehe noch ganze Haufen, grosse und ganze Haufen. Und das motiviert mich sehr. Ich sehe den Boden zum Beispiel, ich sehe die Absätze, ich sehe die Steine. Ich wandere gerne und das alles geht noch. Und bin ich so dankbar und zufrieden dafür. Und das andere gehört halt dazu. Mit dem habe ich mich arrangiert, aber es geht gut für meine Verhältnisse. Frau Gabatuel, Sie sind so eine Positive und nehmen alles, wie es ist. Das ist sehr schön zu sehen, aber es ist nicht so einfach. Sie haben müssen bei Klavierspielen müssen Haufen umstellen. Klavierspielen müssen Sie jetzt auswendig machen. Ja,
Das ist ein grosses Geschenk. Ich bin gar nicht talentiert dafür. Aber das ist mir ja, geschenkt worden. Vorausgegangen ist aber, dass ich mal annehmen konnte, die geografische Atrophie, die Verschlechterung von meiner Sehbehinderung. Und das ist, glaube ich, ganz etwas Wichtiges, dass ich auch annehmen konnte. Dazu hat aber auch gehört, die Krise voran. Ich war also wirklich mutlos, betraurig, habe aber auch geklagt. Ich habe wirklich einfach mein Herz immer wieder ausgeschüttet und gesagt, was mir wehtut. Und dann habe ich Frieden bekommen, plötzlich ein Jahr, und das konnte ich annehmen. Das, ich glaube, ist ein Schlüssel zum Ganzen, dass ich positiv war. Mm, das haben Sie fantastisch toll gemacht. Und ja, eben den Prozess sieht man. Herr Garweg, wie ist denn das? Die geografische Atrophie ist eigentlich eine Spätfolge von der trockenen Makuladegeneration. Wie häufig ist das? Und es gibt ja verschiedene Stadien. Die Makuladegeneration ist sehr, sehr lange asymptomatisch, die Frühstadien, da merkt man gar nichts. Das kann bis 20 Jahre gehen, dass man überhaupt nicht weiß, dass man das hat oder dass der Augenarzt das sagt, ohne dass man selbst was merkt. Bei der intermediären Form, wenn es dann schlechter wird, wenn das Sehpigment weniger wird, die Ablagerung unter der Netzhaut mehr werden, dann merkt man vermehrte Blendempfindlichkeit, vermehrten Lichtbedarf, obwohl man noch gut sieht. Das Autofahren im Dunkeln oder Lichtwechsel von hellen im Dunkeln werden schwieriger, aber gleichwohl sieht man noch sehr, sehr gut. Und wenn es dann in das Spätstadium geht, dann kommen diese fleckförmigen Ausfälle immer näher ans Zentrum. Und wenn die im Zentrum angekommen sind, dann kann das auch relativ rasch gehen, dass es sehr, sehr schlecht wird. Und das kann einerseits sein, fleckförmige Ausfälle durch den Verlust von Sehpigment, das ist die trockene Makuladegeneration, und andererseits durch die Einlagerung von Flüssigkeit, das wäre die feuchte Makuladegeneration. Das sind die beiden Wege, die späte Makuladegeneration gehen kann. Mhm. Jetzt behandeln, man kann nicht so viel machen. Sie machen die Lichttherapie. Merken Sie, dass Ihnen das etwas hilft? Das ist ja eigentlich nur ein Stagnieren, oder? Dass sich nicht verschlechtern. Ja. Spüren Sie da etwas? Ich habe es jetzt zweimal gehabt, aber ich kann wirklich nicht sagen, dass das jetzt etwas gebracht hat. Ich habe keine Veränderung gespürt, dass es jetzt besser ist oder ja, ich habe auch nicht gespürt, es ist schlechter geworden. Es ist jetzt etwa gleich geblieben. Ja. Was sagt denn die Erfahrung mit der Lichttherapie? Also man muss ganz klipp und klar sagen, dass es traumhaft wäre, eine Verbesserung hinzubekommen. Und ich bin schon glücklich, wenn die Menschen nichts merken, weil das dann ja auch heißt, es ist nicht schlechter geworden. Momentan haben wir zwei mögliche Therapien mit Spritzen ins Auge. Die ist in der Schweiz noch nicht zugelassen. Und die Lichttherapie, die Spritzentherapie, ist sehr teuer. Sie verlangsamt die Verschlechterung nachgewiesenermaßen. Die Lichttherapie ist deutlich günstiger, hat einen relativ hohen Aufwand für die Patienten. Da ist eine Verschlechterung ebenfalls verlangsamt. Wie weit das vergleichbar ist oder das eine oder andere besser ist, kann man nicht sagen. Generell wäre das Ziel, die Patienten an dem Punkt, wo wir sie abholen können mit der Therapie, zu halten über längere Zeit, das heißt 2 oder mehr Jahre, das wäre das, was sozusagen die Idealvorstellung wäre. Das heisst, man muss das Leben umstellen, man muss ein bisschen lernen, auch zu sehen, ohne zu sehen, nur über die Augen. Ja, es ist eine Veränderung, aber es hat Zeit gebraucht, das anzunehmen. Und für mich war es wichtig, mir die Zeit zu geben. Aber es war mir auch wichtig, ja nicht in Selbstmitleid zu verharren. Das hat mir nur geschwächt, sondern eben das Beste jetzt aus dieser Situation machen. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen anderen Sinn zu trainieren, dass man mehr schmecken oder spüren oder hören. Und hören, genau. Ja. Also ich brauche viel mehr Tore, ich brauche auch mehr das Gefühl bei den Händen, wenn ich Schlüssel reinstecke oder so. Und und eben mit dem Monokular kann ich manche Sachen besser anschauen. Ja. Das hilft mir viel. Man muss das finden. Blumen oder so. Genau. Kann man sagen, in Zukunft könnte man erwarten, dass man das irgendwann mal noch besser behandeln kann? Tut sich so etwas? Das ist sicher zu erwarten. Es wird jetzt ein zweites Medikament ist gerade in den USA bereits zugelassen für die Behandlung der geografischen Atrophie mit Spritzen ins Auge. Es gibt erste Gentherapien für die trockene Makuladegeneration. Das ist sozusagen bahnbrechend. Ich glaube, das Entscheidende ist aber, was Sie gesagt haben, der Umgang mit der Erkrankung. Wie gehe ich damit um? Wenn man sich einmauert und sagt, es geht nicht mehr, es ist alles schrecklich, dann nimmt man sich auch die Chance, dass die anderen Sinne
das kompensieren können und dass man Hilfsmittel nutzt und probiert, dass man die Geduld mit sich selbst hat, das auch zu lernen. Weil man könnte es, wenn man die Geduld hätte. Ja. Dankeschön vielmals, Herr Garweg, und ganz herzlichen Dank, Frau Gabardiel. Dankeschön. Und der Professor Garweg, der engagiert sich auch in Afrika, macht ganz tolle Projekte, und was er dort denn alles erlebt, das erzählt er in einem Interview bei uns auf der Webseite. Und noch mehr über die geografische Atrophie und auch über die trockene Makuladegeneration erfahren Sie in einem Interview in der Schweizer Familie. Wir wechseln das Thema und befassen uns mit Reisedurchfall. Das will niemand, aber trotzdem, es kriegen sie einen Haufen. Wie kann man es verhindern? Hier kommt eine Übersicht vom Zentrum für Reisemedizin in Zürich. Hallo Reisende, das ist Wilma. Sie genießt gerade ihren Strandurlaub. Einfach herrlich. Doch nicht alles ist so unbeschwert, wie es scheint. Ein Schluck Wasser hier, ein Eis dort, frischer Saft und ungeschälte Früchte am Strand. Viel besser kann das Leben nicht sein. Diese scheinbar harmlosen Genüsse können aber schlimme Folgen haben. Wilma hat ein paar unwillkommene Gäste in ihrem Bauch. Schädliche Bakterien und Viren haben sich durch das erfrischende Getränk und das frische Obst eingeschlichen. Manchmal genügt eine kurze Unachtsamkeit. Durchfall ist die häufigste Beschwerde unter Reisenden. Aber keine Sorge, wir haben einfache Tipps, wie Durchfall und Übelkeit vermieden werden können. Aber jetzt wollen wir uns erst einmal darauf konzentrieren, wie es Wilma besser geht. Glücklicherweise erinnert sich Wilma an die wertvollen Ratschläge aus der Reiseberatung, wie sie ihre Symptome lindern kann. Flüssigkeitszufuhr und Elektrolyte wie Bananen, Bouillon oder Salziges sind der Schlüssel. Mit viel Flüssigkeit und etwas Zeit sollte Wilma in ein paar Tagen wieder auf den Beinen sein. Bei anhaltendem Fieber oder Blut im Stuhl muss aber unbedingt ärztliche Hilfe aufgesucht werden. Besonders aufpassen sollten Kinder, Ältere und Vorerkrankte. Dank dieser wirksamen Maßnahmen ist Wilma zum Glück wieder ganz die Alte. Jetzt ist sie bereit, Tipps zur Vorbeugung zu geben. Ihr könnt euren Urlaub genießen. Merkt euch einfach die goldene Regel: Cook it, boil it, peel it or leave it, um auf Nummer sicher zu gehen. Vorsicht, keine Eiswürfel in Getränken, versiegeltes Mineralwasser aus Flaschen, auch zum Zähneputzen, sorgfältige Händehygiene, keine rohen Lebensmittel, nur heiß oder frisch gekochte, kein vorgeschnittenes Obst oder Salate, Früchte schälen oder mit Mineralwasser waschen. So, liebe Abenteurer und Abenteurerinnen, Wilma genießt jetzt den Rest ihres Urlaubs gesund und sicher. Und wir hoffen, dass ihr das mit diesen Tipps auch tun werdet. Bei mir ist der Professor Jan Fehr vom Zentrum für Reisemedizin Zürich. Wir haben es gerade gehört, Trinken ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Man kann sich das auch selber mixen. Was muss man machen? Ja, also man muss die Elektrolyte zusammenbekommen. Und da ist wichtig, dass wir mal, wenn wir das gerade machen zusammen, dass wir im Prinzip 4 Teelöffel Salz haben, also respektive Zucker jetzt hier. Salz kommt dann gerade. Ja. Dann würden wir Salz so ein bisschen 3/4, also nicht ganz einen vollen Teelöffel nehmen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Orangensaft dazu. Würden wir reingeben, nicht ganz voll, also sagt man manchmal so ein kleines Glas. Und dann würden wir es ganz auf einen Liter, dann, wo wir jetzt Wasser haben, sauberes Wasser, ganz wichtig, dazugeben. Und nicht Glüderli-Wasser? Genau. Ja. Und da haben wir dann das zusammen. Und natürlich tun wir dann gut mischen. Ja. Und langsam trinken, immer und wieder. Und langsam trinken, genau. Und dann ist immer noch so eine Frage von der Menge. Ja. Da kann man sagen, im Prinzip, dass man immer regelmäßig auf die Toilette gehen kann und der Urin nicht dunkel ist. Mhm. Das ist so ein bisschen Pi mal Handgelenk. Es gibt die Leute, die immer gerne Zahlen haben. Und dann, wenn man sagt, ja, bei jemandem, der 70, 75 Kilo schwer ist, je nach Erreger, muss man auch noch sagen, es wird dann wirklich kompliziert. Aber die Faustregel ist dann so 3 Liter. 3 Liter, aber das ist doch noch ein bisschen mehr als das, was wir im Alltag trinken. Wie ist es eigentlich mit Cola, Salzstängel und Schwarztee? Also Salzstängel, Schwarztee, das ist gut, wir brauchen ein bisschen Salz. Schwarztee müsste gesiesst sein, dann können wir auch
gut voran. Sicher nicht so gut, wie jetzt das, was wir hier haben, direkt. Und leider steht schon die Hinde, und jetzt müssen wir auch die Hinde lassen, das Cola nicht. Geht nicht. Ja. Zwieback? Zwieback, jawohl, sicher sehr gut. Wir reden ein bisschen von Schonkost, wenn man wieder ein bisschen essen mag. Und da soll man wirklich auf den eigenen Magen hören, auf den Bauch. Dann kann man mit Zwieback anfangen. Und zum Beispiel in anderen Ländern, wo man jetzt nicht Zwieback hat, ist es ein Toast. Ja, und Bananen sind natürlich auch gut. Bananen sind auch gut. Und vielleicht nochmal zurück zum Getränk. Hat man zum Beispiel keinen Orangensaft, dann kann man auch stattdessen einfach eine Banane essen oder auch zwei Bananen. Das Wichtige da drin ist der Kaliumaspekt. Mhm. Aber keine Schnäpsli? Schnäpsli lieber nicht, nein. Mhm. Was gehört denn in eine Reiseapotheke? Eigentlich gar nicht so viel. Ja, spektakulär wenig. Mhm. Also, wir haben einerseits, was Sie hier zeigen, eine Händedesinfektion. Mhm. Das ist vor allem auch in der Prävention wichtig. Aber auch wenn man dann den Durchfall selber hat, man möchte das nicht irgendwie noch jemand hinterlassen. Verteilen. Mhm. Das ist wichtig. Dann, was ich hier sehe, ist ein Loperamid. Ja. Ist etwas, das hilft, dass der Darm ruhiger wird, dass man nicht so häufig zur Toilette rennen muss. Und da ist noch wichtig, dass man etwas weiss zu der Dosierung. Man würde anfangen mit zwei Tabletten dann. Und dann muss man Geduld haben, weil es braucht ein, zwei Stunden, bis das wirkt. Und dann, sagt man, bei jedem losen Stuhl kommt eine nächste Tablette. Aber man sollte eben wirklich schauen, dass man nicht auf zu viel kommt. Das ist wichtig, weil sonst hat man einen lähmenden Effekt, der dann überhand nimmt. Und das wollen wir nicht. Wir wollen einfach, dass die Flüssigkeit weniger wird dort drin, aber wir wollen nicht den Darm abschalten. Abschalten. Und dann kann man die Elektrolytenlösung auch als Beutel mitnehmen. Das ist auch sinnvoll, vor allem bei Älteren, und wenn man mit älteren Menschen und Kindern reist. Absolut, genau. Und ist auch sehr praktisch. Muss vielleicht nicht einmal, wenn man noch ein bisschen kleiner reist, dann kann man einfach so ein Beutel mitnehmen, um mal sicher zu sein, bis man dann vielleicht in einen Ort kommt, wo man wieder mehr solche Sachen zur Verfügung hat, die man zusammenstellen kann. Wen soll man zum Arzt? Ganz wichtig, wenn man Blut im Stuhl hat, respektive und oder Fieber hat. Und ganz entscheidend, es gibt Situationen, wo man dann die Flüssigkeit, die man wirklich braucht, weil das ist das Wichtigste, wo man die nicht mehr bekommt. Mhm. Und, man hat Übelkeit, man hat Erbrechen und dann muss man es in die Venen bekommen, die Flüssigkeit. Mhm. Und Kohletabletten eher nicht, haben Sie mir gesagt, und Antibiotika auch nicht wegen der Resistenzen. Das liegt Ihnen auch sehr am Herz. Wir haben ja noch ganz viel zu erzählen, Herr Fehr, und darum haben wir ein Zusatzinterview gemacht. Und das finden Sie bei uns auf der Webseite mit allen Details, sodass Sie ganz sicher durch die Ferien kommen. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und Ihnen, dass Sie bei uns waren. Adieu miteinander. Auch wir machen eine Sommerpause, aber wir sind trotzdem jede Woche für Sie hier mit den besten Sendungen. Schauen Sie rein, es lohnt sich, und geniessen Sie die warme Jahreszeit. Schweizer Familie präsentierte Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma. Wir forschen weiter. UPK Basel. Universitäre Spitzenmedizin in privater Atmosphäre. Und Viogy. Mehr als Labormedizin.